Frankreich gegen Deutschland. Ziemlicher Kracher zum Auftakt für diese beiden Mannschaften in die Europameisterschaft. In der Allianz Arena auf dem Papier Frankreich die Heimmannschaft. Aber das ist natürlich ein Heimspiel für Deutschland. Mit einigen Münchner Spielern hier auf dem Feld. Aber leicht favorisiert dann eher doch die Franzosen. Deutschland muss sich finden und dann schauen, wie viel dieses 1:1 gegen Dänemark und das 7:1 gegen Lettland wert waren. Frankreich überhaupt wohl der Top-Favorit bei dieser Europameisterschaft. Und so spielten sie auch von Beginn an mit Selbstbewusstsein. Antoine Griezmann gibt mal einen kleinen Vorgeschmack, was da für eine offensive Power entwickelt werden kann. Mbappé, Benzema, Griezmann, das alleine die vorderen drei, das ist unglaublich. Starke Parade hier von Manuel Neuer, der klärt zum Eckstoß. Aus dem folgt dann diese Situation. Hernandez. Auch er hier in München ja zu Hause. Benzema per Kopf an den Pfosten. Szene bleibt aber heiß. Also ein unglaublicher Druck von Frankreich hier. Pogba. Benjamin Pavard. Also halb Bayern hier eigentlich auf dem Feld. Griezmann knapp vorbei. 15 Minuten knapp gespielt. Glück für Deutschland hier in der Anfangsphase, dass es 0:0 stand. Das war ein riesiger Druck, der hier aufgebaut wurde von den Franzosen. Und jetzt mal Deutschland. Havertz kommt nicht durch. Nun aber die Deutschen mal bissig und aggressiv. Toni Kroos mit dem Querpass zu Ilkay Gündoğan. 1:0 für Deutschland. 19. Spielminute. Ilkay Gündoğan bekommt 18 Meter knapp vor dem Tor den Ball, haut dann drauf. Und er hat wirklich bewiesen in den letzten Monaten, was er für eine unfassbare Abschlussqualität bekommen hat. War ja nicht immer so, aber das, was er zuletzt abspult, das ist wirklich fantastisch. Aber dann Frankreich. Sie wurden postwendend wieder gefährlich. Karim Benzema und Manuel Neuer fragt sich, was ist denn da vorne los? Nicht ganz zu Unrecht auf der anderen Seite. Diese Offensive komplett auszuschalten. Da brauchst du eine Verteidigung, die einfach im Prinzip realistisch gar nicht existiert. Vor der Pause noch einmal Frankreich. Sissoko. Griezmann, Mbappé, Parade von Neuer, aber Sissoko setzt nach und macht das 1:1. 42. Minute. Der Ausgleich für Frankreich, auf jeden Fall verdient. Ging absolut in Ordnung. Eine starke Parade von Manuel Neuer, der wehrt dann zur Seite ab. Dort ist Sissoko am handlungsschnellsten. Und Süle einen Schritt zu weit weg. Das 1:1, das Halbzeitergebnis immer noch etwas schmeichelhaft für Deutschland, aber sie waren eben effizient und auch das ist eine Qualität, die man haben muss. Aber Frankreich, sie blieben spielstark und machten hier richtig gute Power nach vorne, die irgendwann sich schlicht und ergreifend notwendigerweise in Tore ummünzen musste. 52. Minute, Karim Benzema, Spiel gedreht, kurz vor und kurz nach der Pause, kein Abseits. Rüdiger eigentlich gut und dicht dran. Naja, hier fehlt dann doch etwas. Macht die Bewegung vielleicht etwas zu spät. Und Benzema, ja, wenn der unter Druck ist, dann ist er vielleicht sogar noch einen Ticken besser. Deutschland musste aufpassen, dass ihm das sich komplett aus den Händen glitt. Aber viel nach vorne ging weiterhin nicht. Benzema mit dem nächsten Versuch. Und wieder Manuel Neuer. Der holte wirklich auch alles raus, was man noch rausholen konnte. Mbappé mit dem Außenriss zu Benzema. Neuer schnell unten. Glanzparade des Münchner Schlussmanns.
Noch 10 Minuten zu spielen. Deutschland schlicht und ergreifend qualitativ nicht auf Augenhöhe mit Frankreich. Aber das ist vermutlich auch niemand in Europa. Und Griezmann hatte dann die Entscheidung auf dem Fuß. In der 81. Spielminute 3:1 für Frankreich. Nicht viel zu machen, wenn die erstmal am 16er mit dem Ball agieren können, dann ist es nahezu unmöglich, das zu verhindern. Dann schleichen sich noch kleine Konzentrationsfähigkeiten ein und so steht es nach 90 Minuten 3:1. Der Auftakt für Frankreich gelungen, Deutschland hat sich lange Zeit wacker geschlagen, aber es hat am Ende über die 90 Minuten einfach nicht gereicht und die qualitativen Unterschiede hier, die waren ganz deutlich zu spüren.